Also ich glaube wenig ans Übersinnliche oder Ähnliches, weil dafür ist jeder Zufall einfach zu wahrscheinlich, als dass man irgendwas Übersinnliches braucht. Also ich bin in dem Sinne nicht kein mystischer Mensch, aber ich glaube schon insofern an so eine gewisse Form von Mystik oder Ähnliches, insofern, dass ich glaube, dass Orte eine Art Energie besitzen oder Menschen oder wie auch immer, die dann auch zusammenfließen kann. Was weiß ich, wenn man zusammenarbeitet, wenn man zusammen kreativ tätig ist, wenn man an bestimmten Orten ist, die einen einfach beeindrucken in irgendeiner Form. Das ist für mich schon eine Form von Mystik. Also es geht für mich aber eher in den Bereich der Meditation oder Ähnliches, als dass ich das jetzt wirklich als mystisch bezeichnen würde. Ich empfinde das nicht wirklich als Singen, was ich da mache, so ein bisschen, sondern das ist für mich eher so ein bisschen so, habe so eine Melodie und in die lasse ich mich reinfallen. Und letztendlich ist das, was ich dann mache, nur so, ich lasse quasi dann das rauskommen, was rauskommen will, und lege das dann irgendwann fest, und indem ich einen Text dazu schreibe oder ähnliches. Und dann, das mache ich eigentlich dann auch jedes Mal, wenn ich auf der Bühne bin. Dann versenke ich mich so in die Musik. Und das ist auch der Grund, weswegen ich den Text brauche, weil dabei kann man sich dann keine Texte mehr merken, weil ich einfach, es ist so eine Art von Meditation eigentlich eher, als dass es jetzt wirklich so eine konzentrierte Arbeit wäre. Man muss dann schon sich konzentrieren in dem Punkt, wo man dann eben sich Texte merken muss oder ähnliches. Aber an sich ist so dieses, das, was ich da mache, nicht in dem Form technisch gesehen singen, sondern es ist eigentlich eher eine Form von eine Konzentrations- oder Meditationsübung oder ähnliches, so würde man es wahrscheinlich sagen, wenn es nicht gerade auf der Bühne stattfinden würde. Das Problem bei dieser Frage ist, dass man weder die Wolfsheim-Fans noch die Schiller-Fans über einen Kamm scheren kann, weil das ist doch schon sehr, sehr durchwachsen, das Publikum. Also es ist jetzt nicht so, dass die Leute alle einer Szene angehören oder auch nur, keine Ahnung, alle keiner Szene angehören. So ist es bei beiden Publikumsgruppen nicht. Und die Unterschiede, die dann sind, ich weiß nicht, die sind dann eigentlich eher so im Detail oder zu sehen. Und da kann ich jetzt ehrlich, da könnten wir jetzt einen halben Tag drüber reden, so was einem denn hier mal oder mal da passiert ist oder was einem hier eher passiert als da, weil im Grunde genommen sind die sich sehr ähnlich, die Fangruppen. Nö, also finde ich nicht. Also weil, naja, ich mach ja eben auch sehr viel andere Sachen. Also ich mache ja Wolfsheim, das ist ja eigentlich mein Hauptprojekt. Und dann so ab und zu mal so eine Sache wie Schiller oder eben Wir sind wir mit Paul van Dyk oder auch andere Projekte, die dann nicht so öffentlich wirksam sind. Was weiß ich, mit Milou und Kim, die beide ja auch hier bei Schiller bei der letzten Tour gesungen haben, habe ich dann ja auch einen Song zusammen gemacht, haben wir auch eine Maxi rausgebracht. Also das ist so, ich glaube nicht, dass ich mir jetzt Sorgen darum machen muss, dass man mich zu sehr mit Schiller in Verbindung bringt. Das glaube ich eigentlich nicht. Also erstmal gibt es eigentlich was mittlerweile schon fast wieder alt ist, weil die Fans schon sehr lange darauf warten. Es wird erstmal die DVDs geben, die bei Wolfsheim anstehen. Jetzt erstmal, liegt jetzt mal ganz vorne an, weil die jetzt einfach auch mal raus müssen. Das ist einmal die Tour DVD Deutschland und dann noch die Tour DVD USA, weil wir eben auch in den USA getourt sind. Das wären dann so die zwei DVDs. Danach wird es wahrscheinlich erstmal von mir ein Soloalbum geben. Weil ich jetzt gerade auch anfangen wollte, mal nicht immer nur auf Angebote oder Anfragen zu reagieren, sondern vielleicht auch selber mal Anfragen formulieren zu können oder sowas. Und da muss man einfach ein bisschen, ja, da muss man einfach irgendwann sagen, ja, so, dann bin ich jetzt ein Solokünstler, und dann, also als der Solokünstler, kann man dann nochmal losgehen und Leute fragen, ob sie denn mit einem was zusammen machen wollen. Dass ich nicht bei der gesamten Schiller-Tour dabei bin, hat terminliche Probleme. Also ich habe mir jetzt nicht irgendwie irgendwelche Gigs speziell ausgesucht, sondern es ist eigentlich eher so gewesen, dass ich so die ersten 10 Tage dabei bin und danach einfach keine Zeit mehr dazu habe, ganz komplett dabei zu bleiben. Es gibt dann nochmal den einen Auftritt in Düsseldorf, bei dem ich nochmal dabei bin, aber dann ist auch Schulz, weil ich danach Termine habe. Es ist eigentlich ständig und immer geplant, mit Christopher was zusammen zu machen. Wir haben jetzt zum Beispiel gerade einen Remix gemacht für eine neue Wolfsheim-Maxi. Da hat Christopher mal ganz anders als Remix-Produzent mit mir zusammen einen Remix gemacht. Oder mit uns zusammen, besser gesagt, also mit Wolfsheim. Und ja, mal gucken. Also sowas machen wir. Und Christopher versorgt mich eigentlich auch ständig mit den neuesten Demos, die er so hat. Und wenn dann da irgendwie wieder was dabei ist, wo wir dann wieder zusammenfinden können, dann machen wir sicherlich auch wieder was zusammen. Absolut überhaupt gar nicht. Also das ist auch sehr nett bei Schiller, dass es hier überhaupt keine
Konkurrenzen gibt, dass man sehr freundschaftlich miteinander umgeht. Das ist im Grunde genommen ist das hier voll so ein bisschen Schiller-Familie. Das macht also echt viel Spaß. Also das ist, ich weiß nicht, es mag bei anderen Bands anders sein. Ich kenne es bei Wolfsheim mittlerweile auch nicht anders, weil wir eben auch schon seit mittlerweile über 10 Jahren mit immer denselben Leuten unterwegs sind. Deswegen ist das da sowieso ziemlich Familie. Aber hier hat sich das sehr, sehr schnell eingestellt, weil die Leute auch alle sehr nett sind. Und naja, Christopher macht es auch richtig im Grunde genommen. Er lässt jedem sein Bestes geben und lässt jedem auch ein bisschen Platz, sich auszuleben. Also dann kann Mickey auch seine Gitarren-Soli spielen und Tissi kann seine Basseinlagen machen. Die Drummer können dann das bringen, was sie wollen. Sie müssen, es wird hier keinem gesagt, mach das, was auf der Platte ist oder mach das, was vielleicht jemand vorher gemacht hat oder ähnliches. Sondern es wird von jedem gesagt, nee, mach, was du da am besten findest, biete doch mal was an, zeig doch mal, ach, das ist doch schön, das ist doch nett. Das ist also ein sehr, sehr kreatives Zusammenarbeiten mit Christopher. Es ist sehr, sehr gut für die Stimmung in der Band, weil jeder dann auch versucht, sein Bestes zu geben und jeder sich da auch wiederfindet als Musiker und das ist so ein bisschen auch so das Geheimnis bei Schiller.